Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen im Namen der IHK Mittlerer Niederrhein. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu unserem Webinar Brexit aus Zoll- und Außenwirtschaftsrechtlicher Sicht. Gedankenstrich Update. Dieses heutige Webinar dürfte aus meiner Sicht auch so ein bisschen in die Kategorie Warm-up. Das kennt man aus der Formel 1, vielleicht auch aus anderen Bereichen. Aber ich meine das deshalb, weil in den vergangenen Monaten Ereignisse eingetreten sind, wie Covid-19 oder die Corona-Pandemie, die auch das Thema Brexit ein wenig in den Hintergrund geschoben haben und von daher sich zunächst einmal mit vielen anderen Dingen im Tagesgeschäft auseinanderzusetzen haben, als gerade mit Brexit. Nichtsdestotrotz, Brexit ist und wird uns in der Zukunft ein ganz wichtiges Thema, zumindest für die, die im Handel mit britischen Kunden, mit britischen Lieferanten unterwegs sind, ganz wichtig sein. Und das heutige Seminar sollte auch, oder Webinar, sollte auch zugleich ein Update, das etwas anknüpft an das, was schon in einem Webinar im Oktober 2019 dargestellt worden ist, also sogenannte bekannte Dinge, aber gepaart natürlich mit den zum jetzigen Zeitpunkt bekannten aktuellen entsprechenden Entwicklungen. Aus Zoll- und außenwirtschaftsrechtlicher Sicht bedeutet natürlich auch im Schwerpunkt auf diese entsprechenden Themenfelder zu konzentrieren. Versäumen möchte ich natürlich nicht, mich vorzustellen. Sie sehen es auf diesem Schaubild, Sie sehen es vermutlich aber auch oben rechts mit meinem entsprechenden Konterfei und meinem Namen. Gerne wiederhole ich, mein Name ist Jörg Schuren und bin hier in der Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein, eigentlich eher für das Thema Ursprungsrecht, Ursprungszeugnisse, elektronisches Ursprungszeugnis, Bescheinigungswesen schlechthin, aber ein weiterer Teil ist der, der sich mit dem Themenfeld Zoll- und Außenwirtschaftsrecht und insofern natürlich auch Unterstützung, Maßnahmen, Fragestellungen zu beantworten, die auf diesem Gebiet immer wieder entsprechend vorkommen. Und dazu zählt natürlich eben halt auch das Thema Brexit, nämlich was passiert eigentlich im Rahmen vom Brexit? Was wird auf uns zukommen? Wie wird es weitergehen? Wir haben vielleicht eine einzige Gewissheit, die wir zum Oktober des vergangenen Jahres noch nicht hatten, auch vielleicht noch nicht zum Ende des letzten Jahres hatten, nämlich die Frage, ob Großbritannien tatsächlich aus der EU dann auch austritt oder ob es nicht doch zu einem Referendum kam. Also es gab unterschiedliche Szenarien, die entsprechend zu berücksichtigen. Was möchte ich gerne mit Ihnen heute besprechen, beziehungsweise Ihnen heute mit auf den Weg geben? Auch hier werden Sie einige Dinge sehen, die schon mal an dem Webinar im letzten Jahr teilgenommen haben. Da haben wir zumindest die Punkte Aktuelles zum Brexit. Wir haben Brexit und Zoll, wir haben Brexit und Ursprung. Wir haben natürlich auch Brexit und Exportkontrolle. Ich möchte aber gerne in dieses Thema noch ein bisschen einführen. Dazu muss man auch ein wenig eben halt wieder zurückgehen, wie sich das Ganze dann auch entsprechend entwickelt hat. Insofern möchte ich gerne anknüpfen an den Oktober 2019. Das ist das, was ich Ihnen in den nächsten Minuten im Rahmen der Einführung mit auf den Weg geben werde. Dann natürlich die entscheidenden aktuellen Entwicklungen, die zum heutigen Zeitpunkt definitiv dann auch bekannt sind. Und auch vielleicht die Frage, warum macht man Veranstaltungen erst nach oder in der zweiten Jahreshälfte? Das hat einen guten Grund, den ich Ihnen auch zu einem späteren Zeitpunkt nochmal mit auf den Weg geben möchte. Ja, ganz zum Schluss möchte ich nochmal die Dinge zusammenfassen, nochmal ermuntern, vielleicht auch nochmal sensibilisieren auf das, was Sie vielleicht schon gemacht haben oder auch noch nicht gemacht haben.
Eines steht jedenfalls fest, der 1.1.2021 ist dann der Schlusspunkt einer Beziehung zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU. Und danach gehen beide definitiv getrennte Wege. Die Frage ist nur, in welcher Form und was tatsächlich dabei auch noch mit herauskommt. Ich sagte anknüpfend an das, was ich im Oktober des vergangenen Jahres, deshalb nochmal dieses Bild als ein wichtiges Symbol, wo Boris Johnson, der britische Premierminister und der damalige Kommissionspräsident Juncker doch der Öffentlichkeit zum Ausdruck gebracht haben, dass sie einen Deal geschafft haben, nachdem vielerlei entsprechende Verhandlungen notwendig waren, kamen sie dann auch zu einem Deal, den wir als das sogenannte Austrittsabkommen. Das habe ich im Webinar 2019 durchaus ausführlicher entsprechend dargestellt. Aber dieser Deal stand erst nochmal sicherlich unter dem Vorbehalt, dass er auch durch die jeweiligen Parlamente musste. Und das war zumindest im Oktober 2019 nicht hundertprozentig entsprechend sicher. Der Deal hatte, und das nochmal zur Erinnerung, eigentlich etwas Neues, was es vorher nicht gab. Vorher sprach man immer von einer sogenannten Backstop-Strategie. Dafür hat man eine neue Lösung, ohne jetzt im Detail darauf eingehen zu wollen, dass das Vereinigte Königreich und Nordirland, nicht Italien, Entschuldigung, Nordirland aus der Zollunion und aus dem Binnenmarkt zwar austreten, und das war eigentlich auch die wichtige Botschaft, grundsätzlich keine feste Zollgrenze zwischen Irland und Nordirland existiert. Das bedeutet da umgekehrt auch, dass Nordirland eine Art EU-Zollpartnerschaft und damit auch das Fortgelten entsprechender zahlreicher EU-Vorschriften in Nordirland. Und wenn man das mal so ein bisschen spitz formulieren will, dann hat man für den Warenverkehr in Nordirland sozusagen zwei unterschiedliche Rechtsbereiche, nämlich einmal das EU-Recht und auf der anderen Seite natürlich eben halt das britische Zollrecht zu beachten. Und zugleich erfolgt die Zollkontrolle in den jeweiligen entsprechenden Häfen und durch britische Zollbeamte. Das war die Idee. Zugleich gab es auch eine entsprechende Grundlage, dass Nordirland im Rahmen ihrer entsprechenden Sonderrolle alle 4 Jahre darüber bestimmen kann, ob sie diese fortsetzen wollen oder auch entsprechend anders. Ich bleibe heute immer noch, wie ich auch schon im Oktober des vergangenen Jahres, mit einer gewissen gesunden Skepsis, wie sich das Ganze in der entsprechenden Praxis dann auch umsetzen wird. Das wird sich zeigen. Das ist aber eben halt, die Lösung, die schlussendlich, zumindest eine Einigung über ein Austrittsabkommen mit sich gebracht hat. Der 30.10.2019 war das Ergebnis einer sogenannten dritten Fristverlängerung, nachdem schon zweimal die Frist verlängert wurde. Die Europäische Union hatte und hat auch immer betont, dass sie, soweit es geht, ein sogenanntes No-Deal-Szenario, also seinerzeit ein Austritt ohne entsprechendes Austrittsabkommens vermeiden möchte. Das war auf britischer Seite nicht immer ganz so eindeutig. Zumindest haben Johnson und die Europäische Union schlussendlich den eben kurz dargestellten Deal dann noch am 17. Oktober erzielt. Und es war nicht sicher, ob Boris Johnson mit diesem Deal aufgrund seiner sogenannten Minderheitsregierung auch durch das britische Parlament bringen konnte. Und insofern war folgerichtig natürlich noch eine weitere Fristverlängerung, die am 31. Januar diesen Jahres enden sollte. Zugleich hat das britische Parlament für Neuwahlen gestimmt, die am 12. Dezember 2019 noch stattgefunden haben.
Was man sicherlich nicht vermutet hatte oder erwartet hatte, dass die Partei und Boris Johnson diese Wahl mit absolut großer Mehrheit gewinnen würde. Für die Durchsetzung des Deals war damit natürlich auch der Weg frei, mit der Folge, dass das Austrittsabkommen im britischen Parlament verabschiedet wurde. Das Gleiche hat dann die Europäische Union wenige Tage vor dem 1. Februar 2020. Und mit dem 1. Februar 2020 ist das Vereinigte Königreich aus der EU formell ausgetreten, ja, so will, korrekt ausgetreten. Und wir haben dann mit dem Austrittsabkommen eine Situation, die für eine gewisse Zeit, eine Übergangszeit, die zunächst bis zum Ende dieses Jahres andauert, entsprechend regelt, dass das Vereinigte Königreich für diese Zeit weiterhin die Bestimmungen, die Rechtsgrundlagen und natürlich auch die völkerrechtlichen Vereinbarungen fortsetzt. Mit der Folge, dass eben halt in dieser Zeit aus Sicht des Warenverkehrs nichts ändern wird, beziehungsweise auch nichts ändert. Das sieht man hier an dieser entsprechenden Übersicht nochmal deutlich. Wichtig ist dabei, dass das Vereinigte Königreich ab diesem Zeitpunkt, nämlich ab den 1.2.2020, nicht mehr Bestandteil der EU-Organe und auch nicht mehr in den Verwaltungsstrukturen entsprechend besetzt ist. Auch die entsprechende Besetzung des Parlaments wurde dann entsprechend aufgehoben für die britischen Parlamentarier, die sich dann auch entsprechend zurückgezogen haben. Das Vereinigte Königreich hat sich dazu verpflichtet, das Unionsrecht auch weiterhin zu beanspruchen bzw. zu berücksichtigen. Damit gilt grundsätzlich eben halt das Unionsrecht auch für die Phase des Übergangs in dem Vereinigten Königreich weiter. Für den Warenverkehr hat es zunächst einmal keine Auswirkungen. Wir haben eine innergemeinschaftliche Lieferung, steuerbefreit, wie wir das in der Vergangenheit kannten. Wir benutzen die entsprechenden Umsatzsteuer-ID-Nummern und umgekehrt geht das Gleiche. Und der Warenverkehr verläuft recht reibungslos von links nach rechts oder von der Insel auf Festland oder umgekehrt vom Festland auf die britische Insel. Daran hat sich eben halt eigentlich auch nichts Großartiges verändert. Für den Bereich der Freihandelsabkommen hat sich das Vereinigte Königreich auch verpflichtet, in der Übergangsphase sozusagen die entsprechenden Bedingungen der Freihandelsabkommen der Europäischen Union in seine Bestimmungen zu übernehmen. Man muss sich eigentlich vorstellen, formell ist das Vereinigte Königreich ausgetreten. Rechtlich betrachtet handelt es aber nicht auf den typischen Unionsmitgliedschaft, sondern eben halt auf der Basis von entsprechenden Vereinbarungen bzw. rechtlichen Grundlagen. Sowohl das Austrittsabkommen einerseits als auch die Briten andererseits in einen britischen entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen untergebracht. So läuft eigentlich jetzt erstmal bis zum 31.12. 2020, also bis Ende dieses Jahres in der Übergangszeit, alles so weiter wie bisher. Das ist das Gefährliche auf der einen Seite. Zugleich, und das ist das, was hier auf der rechten Seite dient, diese Übergangsfrist, die ja nun doch recht knapp bemessen ist, für Verhandlungen über das, was danach kommen soll, nämlich das Verhältnis zwischen dem Vereinigten Königreich und der restlichen Europäischen Union, also den restlichen 27 Mitgliedstaaten der Europäischen Union. Wie soll das denn dann hinterher dann aussehen? Da gibt es sicherlich auch Szenarien, die wir uns auf der nächsten Folie dann natürlich auch einmal anschauen. Was man möglicherweise in diesem Kontext häufig vielleicht auch übersieht oder vielleicht auf der anderen Seite auch gehofft hat,
Diese Übergangsfrist konnte einmalig, ich betone bewusst konnte, einmalig um bis zu 2 Jahre, also maximal noch bis zum 31.12.2022 verlängert werden, wenn denn die britische Regierung und insbesondere auch der britische Premierminister Boris Johnson das signalisiert hätten. Was hier nicht drin steht, der Zeitpunkt für diese entsprechende Vereinbarung ist bereits abgelaufen mit dem 30. Juni diesen Jahres. Das wäre der letzte Termin. Und auf Fragen, die oft schon mal kommen, ob man denn nicht doch noch mal verlängern könnte, gibt es eine relativ klare Antwort, die lautet nein. Eine Verlängerung zum jetzigen Zeitpunkt kann also auch nicht mehr angestrebt werden. Damit ist eines ganz deutlich und auch klar, weil sowohl die britische Regierung als auch der Premierminister von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch gemacht haben, sondern deutlich gemacht haben, dass sie keine Verlängerung wollen, dass tatsächlich Großbritannien oder das Vereinigte Königreich zum 1. Januar 2021 definitiv ausscheidet und damit dann im klassischen Sinne auch erst einmal Drittland wird. Das sehen wir hier, weil es gibt ja doch noch ein paar Szenarien, denn wie gesagt, die entsprechende Übergangszeit soll unter anderem auch dazu genutzt werden, das Verhältnis nach dem 1.1. oder ab den 1.1.2021 zu gestalten. Und da gibt es natürlich durchaus unterschiedliche Gedanken und möglicherweise auch unterschiedliche Szenarien. Man kann die eigentlich auf zwei wesentliche Szenarien runterbrechen. Ich habe es trotzdem mal in drei Teile gemacht. Entweder schafft man ein umfassendes Handelsabkommen, ein solches, was nach dem Willen möglicherweise beider Seiten, nämlich der EU und aber auch dem Vereinigten Königreich, quasi dem Vorbild des Abkommens zwischen der EU und Kanada ähnlich gestellt ist. Das erfordert natürlich auch natürlich sehr viele Detailfragen, die zum jetzigen Zeitpunkt in den Verhandlungsphasen an den wichtigen Stellen durchaus noch nicht erzielt worden sind. Denkbar wäre, ich habe den Begriff Grundlagenvertrag genannt, vielleicht ist er nicht so ganz zutreffend. Man könnte auch sagen, vielleicht Schmalspurvereinbarung mit der Chance, dann als Basis oder Grundlage zum späteren Zeitpunkt diesen, nennen wir das mal Schmalspurvertrag, quasi sukzessive auszubauen. Also was ich bisher an dieser Stelle zumindest vernehmen durfte, scheint das nicht unbedingt der Ansatz der Briten zu sein. Völlig ausgeschlossen ist es nicht. Ich gehe aber nicht davon aus, dass es zu einer solchen Konstellation kommt. Es bleibt immer noch die Gefahr, dass es zu keiner Vereinbarung kommt. Und damit bleibt auch nach wie vor dieses Gefühl des sogenannten No-Deal-Brexit. Wobei ich das von der Begrifflichkeit ein bisschen irreführend halte, sondern wir müssten eigentlich eher sagen, es wird dann eben ein typisches Drittland, wie wir das heute mit den USA, aber auch mit anderen Staaten haben. Und sofern wir kein Handelsabkommen haben, wird eben auch der Warenverkehr und damit natürlich der entscheidende Punkt Zölle, Abgaben, aber auch zum Beispiel Fragen über Standards, Anerkennung, etc., also alles, was damit zusammenhängt, sozusagen im sogenannten WTO-Raum hängen bleiben. Also das sind die beiden grundlegenden Szenarien. Sowohl die EU als auch Großbritannien haben die feste Absicht, natürlich nach einer engen Partnerschaft, auch nach dem 1.1.2021. Aber wenn man zwischen den Zeilen der Briten aufmerksam zuhört, dann wird man sicherlich auch feststellen, dass Großbritannien nach wie vor den Gedanken einer sogenannten eigenständigen Souveränität immer noch Priorität einräumt. Und das macht es an der einen oder anderen Stelle mit Blick auf die Verhandlungen durchaus schwierig. Das muss man fairerweise
auch da zu sehen. Und die Verhandlungen laufen auf sogenannter High-Level-Ebene. Tauschen sie sich regelmäßig aus. Zu Beginn haben sie es im Rahmen von Corona mehr virtuell gemacht. Mittlerweile gibt es dann auch schon einen Austausch, einerseits in London, auf der anderen Seite eben halt in Brüssel. Und es läuft tatsächlich auf Hochtouren, wenn man das so will, ohne dass wir so erkennbare Erfolgsszenarien haben. Das liegt daran, dass zumindest eben halt in den aus EU-Sicht wichtigen Bereichen, das gilt zum einen für die Außen- und Sicherheitspolitik, gemeinsame Regelungen, das gilt aber auch eben halt in den Bereichen des sogenannten Level Playing Field, also da, wo es um Standards und Gemeinsamkeiten entsprechend geht im Bereich des Beschaffungswesens, aber auch in vielen anderen Bereichen des Marktzugangs und des Warenverkehrs. Auch das Thema Streitschlichtung, da sind immer noch Differenzen vorhanden, was dazu führt, dass eben halt bislang aus Sicht der Europäischen Union und vielleicht auch aus unserer Sicht eben halt noch keine vernünftige Einigung erzielt wurde. Und das macht die Sache nicht wirklich leichter, denn wir müssen uns auch damit auseinandersetzen. Der 1.1.2021 ist so gesehen fix, nur die Frage, wie, ob mit einem Handelsabkommen oder eben halt ohne einem Handelsabkommen. Und die Zeit für entsprechende Einigung ist nicht mehr allzu weit. Wir müssen eben davon ausgehen, dass es um das sogenannte typische Ratifizierungsverfahren zu berücksichtigen, bis zum Ende Oktober allerspätestens eine Einigung erzielt sein muss, damit sowohl das entsprechende Abkommen im britischen Parlament, aber eben halt auch auf EU-Basis, muss man auch sehen. Es kann sich nur um ein solches Abkommen handeln, das auch in der alleinigen Zuständigkeit, also sprich eben halt Souveränität der Europäischen Union, wo eine Mitwirkung der einzelnen Mitgliedstaaten nicht zwingend erforderlich ist. Insofern wird man am Ende des Tages sicherlich oder hoffentlich ein Handelsabkommen nach dem Vorbild EU-Kanada auch erzielen. Egal wie auch immer, am 01.01.2021 ist Großbritannien vollständig aus der EU raus. Und ob wir nun ein Handelsabkommen haben oder nicht, bedeutet das aus zöllnerischer Sicht, also aus zollrechtlicher Sicht, dass eben halt der heute bekannte Versendungs- und Erwerbstatbestand, also das dokumentenfreie, um das mal spitz zu formulieren, dokumentenfreie Hin- und Hertransportieren von Waren, der Grenzaufenthalt, keinen Grenzaufenthalt mit sich bringt, vorbei. Das Vereinigte Königreich ist definitiv Drittland. Die Frage ist, gibt es ein Handelsabkommen, was Zölle regelt? Gibt es ein Handelsabkommen, was Standards regelt, Zugangsmöglichkeiten, Beschaffungsrichtlinien regelt? Oder ist es vollständig? Aus zöllnerischer Sicht ist es auch unabhängig eines entsprechenden Handelsabkommens Drittland. Und deshalb ist, und das war eigentlich immer schon vorher durchaus bekannt, vielleicht nicht immer so bewusst, aber dessen muss man sich jetzt bewusst machen. Und auch mit dem Zeitpunkt, als das Vereinigte Königreich formell aus der EU am 1.2. diesen Jahres ausgetreten ist, hat es sicherlich genügend Hinweise darauf gegeben, dass spätestens mit Ablauf der Übergangsfrist sich im Zollbereich auf der einen wie auf der anderen Seite entsprechende Veränderungen ergeben. Und das bedeutet für Lieferungen nach Großbritannien als auch für entsprechende Importe aus Großbritannien dann folglicherweise mit entsprechenden Zollverfahren und Zollanmeldungen verbunden sind. Und zwar,
Und daran macht die Europäische Union keinen Zweifel oder lässt keinen Zweifel ab den ersten Tag. Wir werden gleich mal sehen, in Großbritannien diskutiert man über verschiedene Dinge und man hat mittlerweile, und das ist in den Medien durchaus bekannt, ein sogenanntes verzögertes Einfuhrkontrollsystem geschaffen. Werde ich gleich noch mal kurz darauf eingehen, ohne jetzt auf die Details des britischen Zollrechts. Großbritannien hat ja schon frühzeitig ein eigenständiges britisches Zollrecht erlassen. Ein paar Dinge sind anders, als wir noch im Oktober des vergangenen Jahres berichten konnten und auch gehört haben. Unter anderem das sogenannte TSB, vereinfachte Verfahren, gibt es in dieser Form so nicht mehr. Das werden wir aber auch gleich nochmal an einer anderen Stelle entsprechend sehen. Zurück zu den damit verbundenen zollrechtlichen Aspekten. Das ist für die meisten von Ihnen durchaus nicht ein Neuland. Der Import, Überführung in den Zoll- und steuerrechtlich freien Verkehr ist die Seite, wo es darum geht, eben halt entsprechend Waren aus Großbritannien in das kontinentale Festland der restlichen 27 Mitgliedstaaten und damit verbunden natürlich auch die entsprechenden Abgabenbelastungen. Grundsätzlich dann immer, wenn es denn kein Handelsabkommen gibt, wenn es denn ein Handelsabkommen gibt, in denen natürlich auch Zollpräferenzen zu berücksichtigen sind, dann dürften sicherlich die Modalitäten darüber entscheiden, unter welchen Bedingungen dann die Ware abgabenbegünstigt oder zollfrei eingeführt werden soll. Dann haben wir natürlich auf der umgekehrten Seite den entsprechenden Export, also die Ausfuhr. Ich glaube, dass das für diejenigen, die heute schon Export und auch Import, also Zollabwicklung in ihren Tagesgeschäften mit eingebunden haben, sicherlich nicht die Neuigkeit sein. Sie sollten sich natürlich nur über den Umfang ihrer entsprechenden Großbritannien-Abwicklungen und Geschäfte Gedanken machen. Wenn Sie es nicht schon vorher getan haben, dann sollten Sie mit Sicherheit jetzt auch darüber nachdenken, besonders dann, wenn Sie regelmäßig, wenn Sie zeitkritische Lieferungen haben, dass Sie möglicherweise eben halt mit den normalen sogenannten Zollverfahren und Zollanmeldungen nicht mehr auskommen und sich darüber Gedanken machen müssten, ob Sie die Rolle, ich nenne nochmal die alte Formulierung des Verfahrensvereins, der Verfahrensvereinfachung, den sogenannten zugelassenen Ausführer, was ja heute korrekterweise vereinfachtes Anmeldeverfahren SDE heißt. Aber das könnte dann sein, dass Sie sich nun damit etwas mehr auseinandersetzen um Ihre Flexibilität. Damit ist noch nicht garantiert, dass Sie auf der anderen Seite entsprechend die Ware frühzeitig bekommen. Deshalb komme ich mal auf den mittleren Teil Zolllager, aber insbesondere das Thema Versandverfahren, was ja auch schon in der Vergangenheit immer eine Frage war und Gott sei Dank die Europäische Kommission und auch die Briten frühzeitig sich darauf eingestellt haben und Großbritannien mit seinem Austritt, mit seinem endgültigen Austritt dann sozusagen in das gemeinsame Versandverfahren zu überführen, damit man zumindest ein Stück weit Möglichkeiten hat, den entsprechenden Prozess des Transportes so weit wie es geht auch entsprechend zu beschleunigen. Für diejenigen, die bislang nur Binnenmarkt zu tun haben, hat das natürlich auf jeden Fall schon mal eine etwaige Auswirkung. Wenn Sie heute nach Großbritannien liefern, dann kommt da eine Rechnung mit dabei, vielleicht noch ein Ladeschein oder ein Lieferschein und das war es dann auch. Und wenn Sie ab den 1.1.2021 entsprechend liefern, dann liefern Sie nicht mehr einfach so, sondern mit einer Zollanmeldung, wie ich eben gesagt habe. Und um das überhaupt machen zu können, bedarf es zumindest einmal einer Registrierung
beim Zoll, wenn man es mal so will, mit einer sogenannten EURI-Nummer, Economic Operators and Registrations and Identification Number, einer sogenannten EU-weit geltenden Unternehmensbezugsnummer für zöllrechtliche Angelegenheiten. Das Zweite ist natürlich, Sie können nicht einfach ein Stück Papier ausfüllen, sondern Sie bedienen sich eben eines elektronischen Verfahrens, was hier in Deutschland unter dem Namen Atlas läuft. Und dort müssen Sie sich anbinden, ob Sie das über eine Internetzollanmeldung machen, die Zollverwaltung unter Einsatz der sogenannten Elster-Signatur kostenfrei verwenden können. Oder ob Sie sich dann eines entsprechenden Dienstleisters bedienen oder ob Sie dann eine zertifizierte Software einsetzen. Das sind dann die Dinge, mit denen Sie sich dann natürlich auch auseinandersetzen sollten. Und da gibt es nicht mehr warten bis zum 31.12. diesen Jahres nach dem Motto, was kommt und was kommt nicht, sondern ab 1.1.2021 sind das die Mindestdinge, die Sie zu berücksichtigen haben. Um es nochmal schnell zusammenzufassen, was dann ab 1.1.2021 passiert, nämlich das, was Sie in dem gelben Fall ausfuhr aus der EU 27 und auf britischer Seite wird nach britischem Zollrecht dann eben halt der entsprechende Import vorgenommen. Umgekehrt gilt natürlich nach britischem Recht der Export aus dem Vereinigten Königreich. Und die Einfuhr in die EU-27-Staaten, unter anderem eben halt meinethalben die Bundesrepublik Deutschland. Das hängt davon ab, was Sie dann auch in der entsprechenden Form beabsichtigen. Und machen wir uns nichts vor, der Warenverkehr und auch der Handelsaustausch mit Großbritannien ist, auch wenn er in den letzten Jahren nachgelassen hat, immer noch bedeutend und für viele eben halt nach wie vor noch ein wichtiger Handelspartner. Und umgekehrt gilt die Europäische Union, also die restliche Europäische Union für das Vereinigte Königreich ebenso als ein wichtiger Handelspartner. Also so zu tun, als wäre das vernachlässigenswert, wäre ein fataler Fehler, um damit auch an dieser Stelle entsprechend umzugehen. Um sich vielleicht mal vorzustellen, wie das Ganze in der Regel aussieht oder heute, die meisten Abwicklungen erfolgen von Frankreich aus, entweder über den sogenannten Eurotunnel oder eben halt über Calais mit den entsprechenden Fährschiffen rüber nach Dover und auch umgekehrt. Eine kurze Strecke, aber Sie müssen sich auch vor Augen führen, das Mengengerüst. Wenn man den entsprechenden statistischen Informationen richtig folgen will, dürften das so in etwa pro Tag 14.000 LKW sein, die sozusagen von links nach rechts und von rechts nach links gehen. Dann versuchen Sie sich mal vorzustellen, wenn Sie auf der einen Seite Zollabwicklung, dann mag das dann vielleicht noch auf dem europäischen Festland relativ schnell gehen. Wie das dann aber in Großbritannien am Ende des Tages aussieht, das ist dann schon mit einem sehr großen Fragezeichen verbunden. Auch wenn Sie ein britisches Zollrecht haben, auch wenn in der Zwischenzeit sehr, sehr viele Informationen der britischen Zollverwaltung, wie Sie denn die Einfuhrabwicklung entsprechend gestalten, ich versuche da gleich nochmal ein bisschen reinzugehen, aber es bedeutet im Klartext, wenn das in Großbritannien ankommt, sei es im Port of Dover oder im Folkestone über den Eurotunnel, dann ist erstmal Grenze. Da halten die entsprechenden LKWs. Und wenn es nicht eine Transitspur gibt für das entsprechende Versandverfahren, dann wird sich da ein entsprechender Rückstau entsprechend bilden, den man, sag mal, in den schlimmsten Szenarien durchaus in einer entsprechenden Kilometerschlange, ich hatte mal in einem Zusammenhang gesagt, der könnte dann so ungefähr von Neuss bis nach Köln aussehen, um mal so ein bisschen die Dimensionen damit auch vor Augen zu führen. Also es wird auf beiden Seiten natürlich ein Interesse daran sein, die entsprechenden Prozesse so zu gestalten, dass es nicht zu mehr als unnötigen entsprechenden Abfertigungsstaus kommt. Aber Sie müssen auch damit rechnen, dass diese Zeitverzögerungen nach wie vor nicht ausgeschlossen sind.
Deshalb einen kleinen Ausschnitt, einen Einblick in das, was die Briten vorhaben oder zumindest angekündigt haben, was in einem sogenannten Drei-Stufen-Modell. Wenn man sich das genauer anguckt, ist das sogenannte Drei-Stufen-Modell ein vermengtes Stufenmodell. Die Briten möchten natürlich ihre Unternehmen, aber auch natürlich möglicherweise den entsprechenden Platz schaffen. Man denkt darüber nach, wie man das Hinterland gestaltet, um dann auch die LKWs entsprechend dorthin zu schieben. Das war mal erstmal auf einen anderen Punkt. Mit Blick auf die entsprechenden Einfuhrkontrollen hat man sich dazu entschieden, dort ein sukzessives Verfahren über ein halbes Jahr zu strecken. Was bedeutet das im Detail oder zumindest in den grundlegenden Details? Für fast alle Warensendungen sind sogenannte Vorabanmeldungen. Das sind solche Meldungen, die im Voraus praktisch schon dem britischen Zoll signalisieren sollen, was denn an Ware, in welchem Umfang, von wem an wen kommt. Also wir kennen das aus den sogenannten summarischen Zollanmeldungen. Für die meisten, die nicht in dem Transportbereich aktiv sind oder Reedereien, ist das eher immer noch das eher Unkenntnis. Aber das sollte man wissen. Diese Vorabanmeldungen sind also für fast alle Waren bis zum 30.06.2021 auf britischer Seite zunächst einmal nicht erforderlich. Und auch die Zollanmeldungen sind also das, was man als Importanmeldung, also als reine Anmeldung für die meisten Güter sozusagen zeitversetzt bis spätestens zum 30.06.2021 entsprechend möglich. Das bedeutet eben halt, das ist so ein bisschen Vertrauensanliegen. Die Waren kommen also tatsächlich sozusagen rüber und dann macht man zu einem späteren Zeitpunkt eine sogenannte Zollanmeldung und im Rahmen der Zollanmeldung erfolgt dann auch die entsprechenden Abgabenerhebung, soweit dann entsprechende Abgaben anfallen oder wir haben ein Handelsabkommen, dann möglicherweise die Zollbegünstigung auf der Grundlage der entsprechenden vereinbarten Präferenzgrundlagen. Das geht für fast alle Waren, das sind eher die sogenannten unsensitiven Waren, aber dafür gibt es eben halt auch Ausnahmen. Gibt bestimmte Waren, die auch aus britischer Sicht heraus genehmigungs- oder zumindest überwachungspflichtig sind, um mal Beispiele rauszunehmen, das Alkohol, das ist Tabak. Sie sehen schon, auf welche die grundsätzlich dann auch verbrauchsteuerpflichtiger Natur sind. Für die gilt das so nicht. Das heißt, dort gilt also eine entsprechende Zollanmeldung zum direkten Zeitpunkt. Und da wartet man erstmal nicht bis zum 30.06. oder quasi ab den 1.07. Dann haben wir eine zweite Stufe, das ist der 1. April. Nicht als Aprilscherz zu verstehen, sondern der 1. April, in denen Gesundheitsnachweise und Vorabanmeldepflichten, also sprich entsprechende summarische Anmeldung für Waren tierischen Ursprungs erforderlich ist, im Übrigen für sogenannte risikolebende Tiere, also die, die einem besonderen Risiko unterliegen, gilt das schon vorab, also gilt das praktisch schon vom 01.01.2021. Da gelten auch Bestimmungen, dass Gesundheitsnachweise, Gesundheitszertifikate, Gesundheitszeugnisse etc. mit beigefügt werden. Aber für alle weiteren Waren tierischen Ursprungs, Pflanzen und pflanzliche Erzeugnisse gelten dann ab dem 1.4. zwingenderweise Vorabanmeldepflichten und entsprechende Nachweise in Form von Gesundheitszeugnissen, Zertifikaten. Und am 30.06. nach dem jetzigen Stand der Dinge werden diese vorgenannten Vereinfachungen vollständig entfallen. Das heißt also, die britischen Unternehmen müssen ab dem 01.07.2021 zwingenderweise entsprechende Zollanmeldungen, Vorabanmeldungen entsprechend einführen. Es gibt in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen Informationen. Es gibt auf jeden Fall ein sogenanntes Border Operating Modell.
Ich habe den Link dort nochmal, wer daran näher interessiert ist. Hier hat man nochmal über die sogenannte Verzögerungs- oder, sag ich erstmal, verzögerten Zollanmeldung bis spätestens 6 Monate nach Import, also nach dem eigentlichen Prozess. Und dann gibt es in Großbritannien, ähnlich wie es auch in der Europäischen Union ist, ein standardisiertes Importverfahren. Dann gibt es ein vereinfachtes Deklarationsverfahren, ein sogenanntes vereinfachtes Verfahren. Dann gibt es natürlich auch entsprechende, das ist jetzt nur diese Deckseite, wer das dann über diesen entsprechenden Link dann natürlich weiter verfolgen möchte, kann das gerne dann auch tun. Das wird besonders für die interessant sein, die natürlich auch wissen wollen, wie denn auf britischer Seite die entsprechenden Zollabwicklungen in der entsprechenden Form vorgenommen wird. Das möchte ich jetzt an dieser Stelle auch deshalb nicht vertiefen, weil es zu diesem Themenfeld durchaus noch in der Folge der nächsten Wochen und Monate virtuelle, vermutlich vielleicht auch mal wieder hoffentlich Präsenzveranstaltungen geben wird. Ganz zum Schluss werde ich nochmal auf das, was kommt, kurz hinweisen. Ich möchte gerne an dieser Stelle entsprechend weiter fortsetzen. Was bedeutet das eben halt auch für die entsprechenden zollrechtlichen Rahmenbedingungen innerhalb der EU, insbesondere der Zollbewilligung? Das ist an sich durchaus verständlich, dass die spätestens mit dem Austritt natürlich die Bewilligung des Vereinigten Königreiches innerhalb der EU seine Gültigkeit verlieren. Umgekehrt natürlich auch EU-Bewilligung für Unternehmen, die eine entsprechende heutige UK-EU-Nummer, also Zollnummer haben, verlieren natürlich auch so eine entsprechende Gültigkeit. Dann haben wir natürlich die Anforderung, zumindest einmal zu überprüfen, welche Bewilligungen haben wir, wie sehen die aus. Die müssen unter Umständen gegebenenfalls angepasst werden. Wenn sie es noch nicht getan haben, dann sollten sie eben halt bei diesen Bewilligungen zumindest mit ihrem Hauptzollamt frühzeitig dann auch Kontakt aufnehmen. Wie gesagt, überall da, wo sie auf Bewilligungen angewiesen sind, überall da, wo sie Bewilligungen einführen wollen, sollten sie bitte nicht auf den Zeitfaktor hinarbeiten, nach dem Motto, ich dränge das mal so weit wie möglich nach hinten raus, sondern sollten möglichst frühzeitig diese Dinge entsprechend auch berücksichtigen. Was hat das zum Thema Ursprung? Zoll schließt mal ein bisschen ab. Ursprung. In der Übergangsphase hat sich eigentlich grundsätzlich nicht sehr viel geändert. Es gab am Anfang vielleicht ein bisschen Verwirrung über Informationen seitens der Zollverwaltung. Aber was bedeutete der Brexit, zumindest für die Übergangszeit, für die Unternehmen? Dadurch, dass das Vereinigte Königreich weiterhin sich verpflichtet, an den entsprechenden Freihandelsabkommen zu beteiligen, gelten UK-Ware als Präferenzursprungsware weiterhin fort. Die andere Seite ist die Frage, ob die Drittstaaten, also die Partnerstaaten, sich daran gebunden fühlen. Das ist nicht zwangsläufig so, das hat völkerrechtliche Hintergründe. Ich habe aber bis zum heutigen Zeitpunkt, und viele dieser Drittstaaten und Partnerstaaten haben ihrerseits signalisiert, auch britische Ursprungsware als Präferenzware natürlich dann auch entsprechend zu akzeptieren. Und ich kenne bis heute noch keinen Fall, in dem ein Unternehmen mit einem ausländischen Untersuchungs- oder Prüfungsersuchen ankam, nach dem Motto britischer entsprechender Ware könne doch nicht Präferenzware, zum Beispiel bei der Einführung in einen Präferenzpartnerstaat wie Chile, geliefert werden. Das wird aber mit dem 01.01.2021 definitiv vorbei sein. Und dessen müssen Sie sich bewusst sein. Dann ist diese Übergangsphase beendet. Dann gilt britische Ware nicht mehr als Präferenzursprungsware, sondern dann ist es ganz normale handelspolitischer Ursprung, hat mit Präferenzen aus Sicht der EU nichts zu tun und umgekehrt bitteschön auch das Gleiche, denn das Vereinigte Königreich hat natürlich auch die Zeit genutzt,
mit den bestehenden Drittstaaten ihrerseits entsprechende Verhandlungen aufzunehmen, Verhandlungen abzuschließen. Einige Abkommen sind sozusagen in der Pipeline und liegen jetzt sozusagen in der Übergangsphase und könnten rein theoretisch dann auch schon zum 1.1. des nächsten Jahres dann auch greifen. Und wenn dann EU-Ware quasi in Großbritannien verarbeitet wird, dann gilt EU-Ware aus Sicht der Briten für einen entsprechenden Präferenzverkehr aus deren Sicht mit Drittstaaten dann wie Drittlandsware. Im außenwirtschaftsrechtlichen Ursprung gibt es eigentlich keine sonderlich großen Veränderungen, deshalb kann man das hier relativ schnell abarbeiten. Man muss nur auch schon jetzt darauf achten, dadurch, dass Großbritannien formal aus der Europäischen Union ausgetreten ist, hat man sich auch dazu entschlossen, etwas anders als im Präferenzrecht, zumindest dem Zusatz Europäische Union als Ursprungsangabe in den Ursprungszeugnissen oder Ursprungsdokumenten zu verzichten. Bedeutet also seit dem 1.2., und das gilt natürlich dann eben halt zum 1.1.2021 ohnehin, ist das Vereinigte Königreich oder Großbritannien als Ursprungslandangabe zulässig, aber ohne den Zusatz Europäische Union. Und bitte nochmal, das gilt jetzt schon. Das ist eigentlich keine wirklich so große Neuigkeit. Hier habe ich nochmal zusammengefasst. Die VK-Waren verlieren mit Ende der Übergangsfrist die Präferenzursprungseigenschaft und gelten dann als Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft. Und das gilt natürlich auch umgekehrt für entsprechende VK-Leistungen. Also da können Sie es nochmal in der entsprechenden Form berücksichtigen. Und ganz wichtig, ab dem 1.1.2021 gibt es keine Lieferantenerklärung mehr mit VK-Ursprung. Auch die, die jetzt länger laufen, verlieren damit ihre Gültigkeit, wenn klar ersichtlich ist, dass sich dahinter ein entsprechender britischer Präferenzursprung verbirgt. Außenwirtschaftsrechtlich habe ich eben gerade auch genannt, deshalb hier nochmal das Kreuz ganz unten. Achten Sie darauf, und das gilt bitteschön schon eigentlich seit dem 1.2. diesen Jahres. Ansonsten haben wir eigentlich nicht wirklich sonderlich viel. Übrigens, noch in der Übergangsphase akzeptieren wir als Ursprungsnachweis für britische Ware eine Lieferantenerklärung. Aber ab dem 1.1.2021 wird das so in dieser Form nicht mehr erfolgen. Exportkontrolle. Für diejenigen, die mit sogenannten sensitiven Waren, gelisteten Gütern zu tun haben, ändert sich natürlich auch am 1.1.2021 eine ganze Menge. Nämlich dahingehend, dass heute im Warenverkehr bestenfalls, wenn Sie gelistete Güter haben, mit der Informationspflicht auf die entsprechende Genehmigungspflicht nicht mehr ausreicht, sondern Sie in diesem Kontext dann auch entsprechend eine Genehmigung haben. Und natürlich, schlussendlich wird aus der sogenannten Versendung, Klammer auf, Lieferung, eine entsprechende Ausfuhr, weil, wie gesagt, das Vereinigte Königreich als ein Drittland zu anzusehen ist. Was bedeutet das? Dual-Use-Ware, Feuerwaffen, einschließlich Munition, natürlich auch nationale Rüstungsgüter, die aber auch heute schon unter einem Genehmigungsvorbehalt stehen. Das sind natürlich die Dinge, die Sie dann künftig zu beachten haben, mit Blick auch natürlich auf Handels- und Vermittlungsgeschäfte, technische Unterstützung oder Know-how. Warten wir auch da mal ab, es wird eine neue Dual-Use-Verordnung geben. Aber was ganz wichtig ist, Großbritannien steigt aus. Sie brauchen dann grundsätzlich eine Genehmigung für gelistete Güter auf jeden Fall. Und wenn Sie einen sogenannten Anhang 1, also gelistete Güter haben, dann werden Sie auch davon ausgehen können, dass Großbritannien in der Riege der sogenannten allgemeinen Genehmigung EU-001 in der entsprechenden Form aufgenommen wird, sodass Sie auf diesem Wege zumindest für Anhang 1 Güter
zukünftig eben nicht mehr eine individuelle Ausfuhrgenehmigung beantragen müssen, sondern sozusagen auf die entsprechende allgemeine Genehmigung zurückgreifen können. Das bietet Ihnen noch optional eine ganze Menge an entsprechenden Freiheiten, die man so in der Form nicht hat. Dann gibt es aber ein paar Waren, die natürlich eben halt nicht entsprechend berücksichtigen. Hier nochmal die Übersicht der allgemeinen Genehmigungen, für wen das bislang galt. Natürlich dann eben halt ab den 01.01.2021 auch für die entsprechende, für das Vereinigte Königreich. Bitte achten Sie darauf, dass Sie in der Zollanmeldung die entsprechende Kodierung, zum Beispiel X002/EU01 mit angeben und dass Sie natürlich im Rahmen der entsprechenden Nutzung auch sich registrieren, nämlich eine sogenannte Nutzungsregistrierung bei dem Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollen, Klammer auf, BAFA, Klammer zu. Und im Rahmen dessen jedes halbe Jahr Ihre entsprechenden Meldungen, an der Stelle auch Nullmeldungen, wenn Sie keine Lieferungen getätigt haben, sind davon betroffen. Achten Sie auch auf die Nebenbestimmung mit Blick auf Ausschlüsse, nämlich für die Frage, wann darf denn eine allgemeine Genehmigung nicht angewendet werden. Für diejenigen, die das kennen, ist das nichts Neues, außer der Tatsache, dass sie eben halt jetzt eben das Vereinigte Königreich ab den 01.01.2021 mit dazu haben. Ja, es ist durchaus denkbar, dass die Bundesrepublik Deutschland oder auch die EU im Rahmen ihrer entsprechenden Gesetzesänderungen weitere allgemeine Genehmigungen für das Vereinigte Königreich mit einführen bzw. mit berücksichtigen. Das werden wir dann aber sicherlich in den Einzelfällen sehen, wenn das BAFA uns entsprechende Informationen mit auf den Weg gibt. Es wird vielleicht eine nationale allgemeine Genehmigung kommen, für solche Konstellationen, wo Waren in Freizonen oder Freilagern, des Vereinigten Königreiches geliefert werden, denn die sind von der sogenannten allgemeinen Genehmigung ausgeführt, oder wo man schon bei der Lieferung oder Ausfuhr in das Vereinigte Königreich weiß, dass die Ware anschließend in ein Drittland geht. Möglicherweise aber auch eben halt für Unternehmen oder auch Exporte von in Deutschland niedergelassenen Unternehmen auf der Grundlage von Ausfuhrgenehmigungen, die bereits im Vereinigten Königreich noch als Mitgliedstaat erteilt worden sind. Dort wird es vermutlich zu einer nationalen allgemeinen Genehmigung Nummer 15 kommen. Das werden wir aber dann immer im Einzelfall nochmal beachten müssen, wenn das BAFA dort Informationen. Zumindest ist diese in Aussicht gestellt. Wir werden dann sehen, wie das im Detail dann auch entsprechend geregelt ist. Das war eigentlich eine entsprechende Übersicht der Dinge, die ich Ihnen gerne noch mit auf den Weg geben wollte. Die Zeit ist nahezu um. Ich sehe, dass auch zumindest eine Frage schon auch gekommen ist, auf die ich gerne nochmal eingehen will. Vielleicht kann ich das an der Stelle jetzt nochmal mit einflechten. Deshalb habe ich das Ganze nochmal ein bisschen zusammengefasst, auch so ein bisschen zu sensibilisieren, gerade für diejenigen, die jetzt neu einsteigen oder auch Unternehmen, die bislang ausschließlich im Binnenhandel, insbesondere auch mit Großbritannien, Geschäfte betreiben. Die müssen sich künftig eben halt oder jetzt, am besten jetzt, schon mit den entsprechenden zollrechtlichen Themen auseinandersetzen, sich darauf vorbereiten und über den Zoll, das kann man mittlerweile elektronisch machen, eine sogenannte EURI-Nummer beantragen. Die EURI-Nummer ist eigentlich nichts anderes als eine Registrierungsnummer eines Unternehmens, damit der Zoll anhand dieser Nummer zuordnen kann, wen hat sie. Also wenn Sie so wollen, eine unternehmensspezifische Identifikationsnummer, ausschließlich für Zoll- und außenwirtschaftsrechtliche Zwecke geeignet. Daran werden Erkenntnisse geschöpft über mögliche Bewilligungen, Zollabwicklung, Zollverfahren, etc. Das ist diese EURI, deshalb, weil es ein europäisches
Registrierungsinstrument ist, was die Europäische Kommission ins Leben. Da gibt es auch eine Datenbank. Und dann kann man über diese Nummer oder ein Unternehmen feststellen, ob diese Nummer überhaupt entsprechend existent ist. Das ist die sogenannte entsprechende EURI-Nummer. Und die braucht man definitiv, wenn man dann entsprechende Exporte oder Importe, also Zollanmeldung, ob nun selbst oder über einen Dienstleister entsprechend abwickeln will. Prüfen Sie bitte nochmal, ob im Rahmen Ihrer Exportprozesse Verfahrensvereinfachungen vorhanden sind. Wenn ja, dann ist das sicherlich die Ausdehnung auf das Vereinigte Königreich. Wenn nicht, aber Sie merken, dass Sie im zeitkritischen Bereich deshalb auch bitte Transport und mögliche Zollabfertigungszeiten berücksichtigen. Dann gibt es natürlich eben halt Präferenzursprung. Also die ursprungsrechtlichen Rahmenbedingungen, alles das sollte natürlich eben halt dann nochmal angeschaut, überdacht werden. Deshalb nochmal für Sie einen Blick in die Brexit-Checkliste. Ich habe auf der nächsten Folie nochmal einen kleinen Auszug dazu vorbereitet. Und ja, wer dann nach Großbritannien liefert, aber nun jetzt meint, er müsse die Zölle selber übernehmen, oder zumindest mit seinem britischen Partner mal verhandelt. Was sollte sich vielleicht auch zumindest mal damit auseinandersetzen, was denn der britische Zolltarif für die betreffende Ware dann berücksichtigt. Zu diesen beiden habe ich noch mal einen kleinen Auszitieren, mal einen Auszug aus der Checkliste zu dem Thema Zollförmlichkeiten. Da haben Sie noch mal Fragestellungen, Anmerkungen. Nicht alles habe ich heute an dieser Stelle auch mit entsprechend angesprochen. Da kann man dann schauen, habe ich da schon mal dran gedacht? Wenn ja, was sind meine entsprechenden Erkenntnisse daraus? Und das ist dann ein ganz wichtiger entsprechender Input. Und hier nochmal ein Einstieg in den britischen Zolltarif, recht überschaubar. Sie können die entsprechende Zolltarifnummer eingeben, das ist jetzt, oder seitenweise runterscrollen und dann finden Sie eben, also ich habe mit der ersten Seite direkt begonnen. Das ist jetzt sicherlich nicht die Ware, mit denen Sie zu tun haben, aber Sie kennen sicherlich Ihre Ware selber und dann finden Sie hier dann die entsprechenden sogenannten Zollsätze, ja, also den normalen Zollsatz und den entsprechenden sogenannten globalen Zolltarif des Vereinigten Königreiches. Manchmal kann das sehr gut sein. In vielen Fällen haben sie einen etwas niedrigeren Zoll als den normalen EU-Zollsatz. Da darf man durchaus dann auch mal hineinschauen. Ja, damit bin ich im weitesten Sinne mit meinen Ausführungen durch, ohne nicht zu vergessen, hatte ganz am Anfang auf das eine oder andere hingewiesen. Wird weitere Veranstaltungen geben und das, was Sie hier sehen, ist mit Sicherheit nicht alles, was zum Thema Brexit kommen wird. Wir werden rechtzeitig über weitere Veranstaltungen. Ich habe in der Vorbereitung auf dieses Webinar zwei Termine ins Auge gefasst. Deshalb werden Sie wahrscheinlich am 20.08. gibt es eine sogenannte Wiederholung dessen. Also bitte nicht dann nochmal, vielleicht finden Sie den einen oder anderen, den Sie nochmal darauf aufmerksam machen wollen. Dann wird es am 20.08. nochmal ein vergleichbares Webinar des heutigen Tages dann geben. Worauf ich gerne hinweisen möchte, auch im Zuge unserer sogenannten Marktberichte und Marktinformationen, was unter dem Aspekt Corona-Updates läuft in dieser Reihe, wird es auch einen Marktbericht oder Marktberichte zu Großbritannien mit Vertretern der AK geben. Das wird auch in diesem Monat am 27.08. Da finden Sie die Internetadresse, natürlich unsere und den Webcode und dann haben Sie die Möglichkeit, sich dort auch anzumelden. Für diejenigen, die aber auch natürlich weitere individuelle Sprechtage, das ist Marktrecherche. Dafür gibt es dann nochmal virtuelle Sprechtage, die dann an dem 27. nach den sogenannten, ja, im Rahmen der Reihe von Corona-Updates ab 12 Uhr terminierte Einzelgespräche, die folgen dann über Teams. Und wie Sie dorthin kommen, wenn Sie daran interessiert sind, das finden Sie dann unter der genannten Internetadresse.
Und dann, und das wird vielleicht auch für diejenigen interessant sein, die sich auch mit dem britischen Gebaren- oder Zollrecht auseinandersetzen wollen oder auch müssen. Es wird, so ist es zumindest geplant, am 19. Oktober um 10 Uhr ein NRW-weites Brexit-Webinar geben. Und dort gehen wir davon aus, dass dann auch Vertreter der britischen Ministerien und möglicherweise auch Zollverwaltung dabei sind, die dann auch die Sicht der Briten den Unternehmen aufhören. Das ist ein Termin, den sollten Sie sich durchaus vormerken. Es wird mit Sicherheit noch das eine oder andere folgen und wir werden diese Informationen und Veranstaltungen rechtzeitig dann auch entsprechend bekannt geben, sofern es denn dann auch weitere entsprechende Informationen dazu gibt. Damit besteht die Möglichkeit, noch zu fragen. Und da können wir gleich im Anschluss noch machen. Die wenigen Minuten werden wir noch nutzen. Was passiert im Anschluss daran? Wir werden dann die Präsentation nochmal erhalten. Es gibt einen Link zu der Videoaufzeichnung. Da kann man sich das Ganze nochmal in Ruhe anhören. Naja, und schlussendlich wollen wir natürlich auch dafür sorgen, dass die Veranstaltungen immer besser werden. Deshalb sind wir auf Ihre Anregungen natürlich auch angewiesen, auch ganz gespannt. Und ich freue mich, wenn ich Sie bei einer anderen Gelegenheit wieder treffen kann. Und hoffentlich auch dann mal wieder in Präsenzform. Hier nochmal meine Kontaktdaten an dieser Stelle erstmal auf offizieller Seite von mir. Herzlichen Dank für Ihr Ausharren, Ihre Aufmerksamkeit und bin einmal gespannt, mit welchen entsprechenden Fragen ich konfrontiert werde. Also ja, das ist immer das schöne, nette Begriff Brexit. Wir reden immer alle vom Brexit. Formell ist natürlich das Vereinigte Königreich ausgestiegen. Bis zum 31.12. wird es weiterhin Interestat geben und danach haben wir Zoll. Also ab 01.01.2021 gibt es keinen Interestat mehr. Zumindest nicht in dieser Form. Brexit mit Blick auf 2021. Ab 2021 werden keine Intrahandelsstatistik mehr abgegeben, sondern da gibt es Zollanmeldungen, Einfuhranmeldungen, Ausfuhranmeldungen. Die sind Bestandteil der sogenannten Außenhandelsstatistik.